Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf Quadroculinas. In dem Fall wahrscheinlich jetzt eher die letzte Folge der 24-Stunden-Staffel. Hoppala. So, ich habe vorhin schon mal geguckt, wie wir hier am besten durchkommen. Aber ich hatte mir eigentlich einen festen Plan vorgenommen. Wolf, Rothirsch wäre jetzt schon wieder ein bisschen aktiv, aber hier war gar nichts. Wirklich absolut gar nichts unterwegs. Von daher würde ich sagen, wir schließen jetzt erstmal das, was kommt. Gehen wir mal auf Nummer sicher, haben wir nichts zu verlieren. Und vielleicht haben wir auch Glück und da ist das ein oder andere schöne Tier mit bei, das wir vor den Lauf bekommen. Okay, macht so. Allerdings auch wenig Sinn, merke ich gerade. Sonst normalerweise kein Problem, aber bei dem Nebel ist es nicht schön. Der andere Punkt ist, ich weiß nicht, ob es so viel schöner wird, wenn ich jetzt ein bisschen auf Nachtsicht noch umstelle. Beim Nebel streut es ja doch dann wirklich ungemein. So, den Caller nehmen wir mal raus, damit wir noch ein bisschen Gewicht sparen. Und ich glaube, wir sind hier jetzt gleich auf jeden Fall grenzwertig mit dabei. Ja, das habe ich befürchtet. Genau das habe ich nämlich befürchtet. Wobei, spielt hier jetzt auch gerade kaum eine Rolle, ne? Spielt gerade wirklich kaum eine Rolle. Lassen wir das Zelt mal einfach stehen und laufen dementsprechend mal rüber. Ich darf halt nur nicht vergessen, das Zelt später auch wieder einzusammeln. Der Wind ist natürlich gerade auch wieder miserabel.
Dann würde ich sagen, gucken wir noch mal. Ich glaube nicht, dass es hier schon eine Flucht gab von dem Reh. Nein, gab es nicht. So heißt aber auch, wir haben auch irgendwo den Bock noch mit rumlaufen. Ich hoffe, den kriegen wir gleich auch noch. Nicht hinterm Baum stehen bleiben. So, das haben wir schon mal. Wildschwein und Wolf. Sollte dann auch noch aktiv sein. Ich denke mal, da haben wir keine unrealistische Chance, dass auch die hier gleich nochmal irgendwie rumlaufen. Das Blöde ist halt wirklich gerade der Nebel, ja? Da streut es wirklich ungemein. Aber es war auf jeden Fall laut genug, dass hier in jedem Fall noch mehrere Tiere unterwegs sind. Wir warten mal einfach ab, würde ich sagen. Würde mich mal interessieren, wo der Rehbock abgeblieben ist. Interessant, war doch hier gerade eben umgekippt. Aber wir haben doch gar keinen. Hä? Gar kein Jagddruck. Das muss ich mir angucken. Ach, im Ernst? Das ist gerade echt noch geflüchtet. Krass. Rumpfschrei, das ist schon mal gut. Das ist auch nur eine Losung. Das heißt, wir haben es nicht mal erwischt. So, und spätestens jetzt weiß ich, dass da irgendwas definitiv nicht
Passt. Denn wir haben das total safe erwischt. Brauche ich gar nicht drüber nachdenken. So, wenn wir jetzt den Ringfasan noch spotten könnten, wäre das natürlich genial. Der Wind steht natürlich mal wieder super ungünstig. Ach, guck mal an. Da hinten, aber das ist ein Weibchen. Hatten wir nicht gerade einen Männchen beim Call gehabt? Eigentlich ja, ne? Da ist natürlich das blöd. Wenn das Weibchen hinter der Puppe hängt. Ja, kleiner Eber, aber ja, nehmen wir ihn mit. Ja, komm, wir nehmen ihn mit, ne? So, damit sind die Karten nochmal neu gemischt. Ich hoffe, sie fliegt nicht ganz so weit. Ja, wunderbar. Oh. Ja, du bist mir ein Feigling. Okay. Moment. War hier nicht gerade noch ein Call? Noch ein Call von einem Ringfasan? Ich meine auch gerade was gehört zu haben. So, wo haben wir das Schwein da vorne? Maximal Silber, ne? Mehr dürfte nicht drin sein. Genau. Dafür war es dann einfach zu niedrig gescored. Warnruf Wildschwein, okay. Das heißt, wir werden dann vielleicht doch mal hier auf die. Ey. Ah, weil der wieder weiterläuft automatisch. Lass uns. Schon wieder. Alter. So. Jetzt haben wir schon mal eine ganz andere Position. Sind auch nicht mehr sichtbar und ich denke mal, jetzt sieht das noch mal ein bisschen anders aus. Klar, der Wind ist natürlich jetzt nicht wieder optimal, aber wir werden zumindest auch nicht mehr gesehen.
Da wäre es auch ein Caller nochmal produktiv. Der andere Punkt ist, wir haben ja gerade so viel verschiedenes Wild rumlaufen. Habe ich hier gerade eben einen Wolf gehabt, der hier doch gerade. Doch, da sind doch gerade zwei Wölfe unterwegs, ne? Nee, guck an, Wildschweine. Okay, oh, aggressiv, wow. Wen verfolgt das olle Vieh? Nicht im Ernst, ein Reh. Das Wildschwein geht aus Reh los. Okay, das habe ich auch noch nicht gesehen. Krass. Ja, geil. Wäre es jetzt alles ein bisschen besser sichtbar, dann würde ich auch sagen, dass wir auf die Entfernung auch problemlos nochmal mit dem Herzschuss arbeiten können. Aber da waren auch gerade schon, ja, die ersten Wolf-Caller. Denke mal, auch da dürften wir vielleicht gleich nochmal eine Chance bekommen auf einen Abschuss. Ja, während der erste Abschuss ja gerade eben noch relativ zeitnah geschehen ist. Jetzt schon ein wenig mau. Ich habe ja gerade eben was gehört. Okay. Entweder ist es schon weg oder ich habe mich wirklich verhört. Okay, merkwürdig.
Hier wäre natürlich auch natürlich eine Möglichkeit, wo wir noch mal gucken könnten, ne? Ich würde sagen, wir switchen da mal rüber. Ja, das Wetter ist einfach hier gerade furchtbar mit dem Nebel. Das ist so dermaßen am Streuen. Wir laufen da oben mal erstmal hin. So, da sind wir schon fast oben jetzt angekommen auf der Kuppe. Kuppel, Kuppe. Mal gucken, ob wir hier schon mal irgendwas anderes sehen können. Ich denke mal, wir müssen noch ein bisschen rauf auf die Straße. So, ich würde sagen, hier gucken wir uns nochmal um. Das würde mich doch sehr stark wundern, wenn wir hier jetzt überhaupt keine Bewegung hätten. Ja, auch am Rand
des Feldes tatsächlich keine Bewegung. Okay. Das finde ich schon sehr ungewöhnlich. Ich meine jetzt auch für die Zeit und so. Sollte doch eigentlich mehr Bewegung sein. Wir können ja nochmal nach links die Straße abwandern. Dann kommen wir an den anderen Feldern auch nochmal vorbei. Können da ja auch nochmal gucken. Ansonsten war wirklich die beste Zeit 17 bis 20 Uhr, ne? Oder halt morgens. Und ich gar nicht weiß, was wir da in der Menge wirklich geschossen haben. Ja, die Wildschweine, ne? Die könnten natürlich jetzt auch aufs Feld kommen. Die Chance haben wir hier vorne aber auch noch mal. Dann würde ich sagen, wir gehen da noch mal rüber. Okay, hier sind sie wahrscheinlich jetzt eher dann in den Sonnenblumen drin. Da rächt es sich dann wieder gerade, wenn man nicht genau weiß, was man jagt und dann halt nicht die entsprechenden Caller mit hat, beziehungsweise ich gerade auch nicht mein Zelt mit habe und mich schnell nochmal ausrüsten zu können. Nichts, ne? Gar nicht. Ja gut, manchmal hilft es auch einfach mal, einen beherzten Schuss in die Luft zu geben, um dann wirklich nochmal irgendwelche Tiere aktiv werden zu lassen. Aber ich glaube auch das würde hier gerade wenig bis gar nicht nutzen. Oh, da haben wir doch was. Eine kleine Hoppelhase. Wind natürlich wieder suboptimal, aber ich glaube, wir kommen hier ganz gut dran für den Anschuss, Abschuss, im besten Fall. Steht aber auch gerade, beziehungsweise sitzt aber auch gerade hinter einer Kuppe hier vorne, ne? Mal gucken, ob es reicht von hier. Das hat auf jeden Fall gereicht. Oder? Jawohl.
Auch in Gold, okay. Sogar in Gold. Sehr schön. Damit war das hier auf dem Feld auch schon mal nicht ganz umsonst. Also, das gibt's auch gar nicht. Ach, guck an, da hinten. Mufflon. Ja, komm, den würde ich sagen, nehmen wir auch gleich mit, ne? Wenn er da schon steht und sich so toll präsentiert. Hä? Gibt's doch gar nicht. 300er Nullung bis 277 Meter. Hä? Was stimmt denn hier nicht? So, bitteschön. Dann müssen wir es halt mit Nerdschuss machen. Das Übliche. Ich hoffe, es war jetzt auch ein Herzschuss. Aber zumindest war es der Versuch, den ich machen wollte, da wir von der Seite ja scheinbar irgendwie keinen Erfolg hatten. Herzschuss geht immer. Auch bei über 300 Meter, wenn man einigermaßen, wenn man so einigermaßen gut stehen hat, geht das auf jeden Fall. Und auch der sollte eigentlich gerade bequem im Herz gesessen haben. Was ich mich frage, warum die anderen beiden Schüsse davor nicht gesessen haben. Das war doch mein erster Schuss. Den weiß ich, den habe ich nach hinten gesetzt. Habe ich denn noch eins gerade erwischt? Ich habe doch gerade nicht noch einen Abschuss gemacht, oder? Weil das war definitiv gerade der erste Schuss. Wobei der scheinbar dann ja... Hä, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Aber der erste war relativ weit hinten, das musste gewesen sein. Frage ich mich, warum der Lungenschuss vorher und auch der Schuss in den Brustkorb gerade nicht gesessen hat. Ja, ich bin wieder mal ein wenig irritiert. So, da können wir eigentlich auch auf Nummer sicher gehen mit der Sundberg. Fürchte nur gerade Schlimmeres. Wir haben den Wolf hinter uns stehen. Oder? Oder?
Gott. Wir sind deutlich ein paar Wölfe mehr. Aber ich glaube, das war's, ne? Ich glaube, das war es. Ja, ob die es verschossen sind oder Peng. Die waren ja gerade nicht im Ansatz geplant. Und da bin ich auch gerade eher froh, dass ich es doch noch schnell genug da hoch geschafft habe und das Ganze überlebt habe. Denn der kleine Angriff, der es wirklich durchkam, das geht ja noch. So, haben wir auf jeden Fall schon mal hier Wölfe mit beibekommen. Wir haben in-game noch eine Stunde. Und dann würde ich sagen, wir gucken hier mal rüber. Komm, aber die nehmen wir doch wohl auch noch mit, ne? Die nehmen wir noch mit. Natürlich nicht optimal für den Herzschuss. Obwohl, der könnte noch gesessen haben. Wenn ich weiß, zumindest Doppelunge. Okay. Wo zum Teufel? Ist er hin? Ich habe ihn doch gleich fallen sehen. Wo liegt er denn? Ach, der war so weit auf dem Feld. Okay, das habe ich unterschätzt. Ich dachte, er wäre noch genau zwischen den Bäumen. Ah, nee, guck, okay, war doch Doppelunge. Doch ein bisschen hochgegangen, ne? Aber dafür Blattschuss. Okay. Ja, dafür war es ein sauberer Blattschuss. Gut, da haben wir nichts mehr verpasst. Dann haben wir zumindest in der Artenvielfalt der Abschüsse doch wirklich einiges drin.
Vielleicht war es auch vorher mein Fehler, unbedingt gezielt auf irgendwas gehen zu wollen, denn ich glaube wirklich, der produktivste Art mag wahrscheinlich dann dieser Weg sein. Zumindest ist es ja nicht gerade unproduktiv, ne? Wenn auch nicht vielleicht der produktivste, aber definitiv auf einem guten Weg. Hier auch wirklich einige Abschüsse hinzubekommen. Viertel nach 11 in Game. Sind auch schon fast wieder eine Dreiviertelstunde mit dieser Folge dabei. Die ist jetzt wirklich zeitlich doch schon ziemlich lange. Gut, sind das natürlich auch 4 Ingame-Stunden, die wir hier jetzt in Angriff genommen haben. Das heißt, also eine Stunde Aufnahme wäre drin, wenn wir jetzt die vollen 4 Stunden hätten. Aber ich würde sagen, wir suchen das Feld hier noch einmal ab und wenn hier was ist, schießen wir das noch und wenn hier nichts ist, dann kommen wir zum Ende der Folge. So klein ist das Feld nicht. Da könnten wir auf jeden Fall noch mal eine Chance bekommen. Reh, Wildschwein, Hasen, Fasane, irgendwas. Könnte hier auf jeden Fall noch umlaufen. Wölfe ja vielleicht auch noch. Aber die Wölfe, die hätten wir auf jeden Fall schon gehört. Manchmal macht es ja auch Sinn, die Straßen nochmal abzusuchen. Ja, okay, und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich von der Folge. Es würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, hat euch ein bisschen Spaß gemacht oder war ein bisschen unterhaltsam. Die ganzen 24 Stunden auf Corte Colinas. Diesmal haben wir ja auch nicht ganz so versagt wie zu anderen Uhrzeiten, wo wir dann nur 2 bis 3, 4 Abschüsse hatten. Diesmal war es dann schon wieder ein bisschen erfolgreicher und ja, es würde mich freuen, wenn ich euch auf der nächsten Jagd wieder mitnehmen darf, ihr wieder mit dabei seid. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, gerne auch einen Kommentar. Liebend gern natürlich auch ein Abo, wenn das nicht geschehen ist. Wäre ein super geiler Support von euch und dann würde ich sagen, seid gern beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin und ciao.